Meine Lieben, herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge mit einem interessanten Interviewgast. Und zwar, der Interviewgast ist die liebe Jessica Rumpf. Jessica Rumpf ist Power-Mama, Vollblut-Herzensmama, liebt Katzen, engagiert sich im Tierschutz, im Kreisverband der Wirtschaftsjunioren und so weiter und so fort, hat auch ein tolles Buch geschrieben über Werte. Darüber gehen wir auch nochmal darauf ein. Aber ihre Leidenschaft ist der Businessaufbau von Business-Mamas und Gründer-Mindset. Und sie war bei Gedanken tanken und mit ihrer Keynote Cat Your Biz. Das ist auch ihre Methode, wie man von einem kleinen Kätzchen zur Catwoman oder zum Catman wird. Herzlich willkommen, liebe Jessica, in meinem Podcast. Herzlich willkommen, lieber Michael. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein und in Worte. Es ist immer wieder schön, das auch mal von jemand anderem zu hören. Da wird man immer so leicht rot. Das können die Zuhörer jetzt leider nicht sehen, aber man wird es mir jetzt hier im Bild auf jeden Fall ansehen. Also die Videoaufnahme, mal, by the way, liebe Hörerinnen und Hörer in dem Podcast, eine Audiofunktion, das, was ihr sehen wollt, könnt ihr dann auch sie zuweislich auch in meinem YouTube-Interview-Folge sehen. Genau. Ja. Dann soll ich schon mal mit den ersten Fragen anfangen oder willst du noch ein bisschen was erzählen über dich, über deine Wertesysteme, über die Keynote oder? Ich bin da ganz Ich kann spontan. da gerne auch. Weil Du hast auf jeden Fall. das ist so in einer Art so einen Dialog, ne? Und dieser Dialog ist auch noch so ein bisschen von dir noch ein bisschen deine Expertise rauszugehen und so weiter, genau, dass man da noch ein bisschen mehr erfahren kann und dann kommen die 11 Fragen. Sehr gerne, lieber Michael. Das ist für mich völlig in Ordnung. Ich wollte dir jetzt nur nicht hier die Zeit nehmen, nicht, dass du gleich in deine Fragen starten möchtest. Nö. Du hast es aber schon super auf den Punkt gefasst. Also es hat natürlich viel mit meinen Werten generell zu tun, dass ich selbstständig bin. Also ich komme aus dem Bereich Tourismus, BWL, ne? Ich habe BWL studiert. Das heißt, das ist mir alles nicht so ganz fremd, habe auch im Management gearbeitet bei einer größeren Airline in Frankfurt und war dann auch ein Jahr in Ecuador gewesen. Das ist immer noch sehr interessant zu wissen, weil das hat mich natürlich sehr geprägt. Deswegen auch für alle, die jetzt hier zuschauen, ihr seht es ja in meinem Hintergrund, da ist gerade so ein Wasserfall und grün. Und das hat einfach damit zu tun, das war eine Region in den Anden, wo ich gelebt habe, im Nebelwald. Und das hat mich sehr geprägt, weil das war eine spannende Zeit. Die Menschen dort, das ist eine ganz andere Kultur, die haben ganz andere Werte. Und da geht es wirklich oft ums Essentielle, teilweise sogar ums Überleben. Ne? Wie komme ich an mein tägliches Essen und sowas? Und das war einfach schon so was, wo ich noch was anderes mitgenommen habe, ne? Eine andere Kultur, andere Werte. Und als ich zurückgekommen bin, war das wirklich so, dass ich gesagt habe, oh nee, also diese Management-Tätigkeiten, das ist nicht mehr meins. Ich möchte gerne mehr machen und halt eben auch selbstständig sein, weil einer meiner größten Werte Freiheit ist. Das habe ich damals dann auch gespürt im Angestelltenverhältnis. An sich war das eine ganz tolle Arbeit, ganz tolle Kollegen. Ich könnte dir gar nicht sagen, dass irgendwas in dem Sinne schlecht war. Aber mein Bauchgefühl hat gesagt, irgendwas stimmt nicht. Und ich bin auch krank geworden dann und habe wirklich innerhalb von 2 Wochen gekündigt. Und zur Überraschung aller, ich konnte es selber noch nicht so ganz fassen, wusste auch zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass ich mich selbstständig mache. Aber heute, wo ich natürlich meine Werte kenne, ist es ganz klar, dass es dieser Weg für mich so vorgesehen war und hätte auch nie anders kommen können. Und das macht mich einfach aus, ja, wirklich ein großes ehrenamtliches Engagement. Das lag mir schon immer sehr am Herzen. Und das kann ich natürlich jetzt noch viel, viel mehr verbinden, viel auch, wie du es gesagt hast, ja, ein Buch veröffentlicht habe, ein Teil des Gewinns und der ist ja bei einem Buch leider nicht so hoch. Dennoch spende ich ihn an eine ganz tolle Organisation, die Kinder unterstützen. Und ich glaube, das ist einfach so eine gute Zusammenfassung für alle, die jetzt zuhören, was mich einfach so ausmacht und wie du auch gesagt hast, ne, Mama
Ich bin letztes Jahr Mama geworden. So kam es natürlich, dass ich dann die Unternehmerinnen, die selber Mamas sind, natürlich auch coache, die bei mir Mentoring sind. Ich bin jetzt schon etwas länger selbstständig. Das heißt, ich kann da auch einiges an Erfahrung mitbringen. Viel, ja, ich sag mal, unterstützen, helfen, wie das Ganze einfach schneller geht, wie man ins Business kommt, was man vielleicht lassen kann, ja, damit man den Fehler nicht macht, vielleicht den einen oder anderen ich gemacht habe. Und ja, ich glaube, das ist eine ganz gute Zusammenfassung. Vielen Ja, Dank dafür. mega. Also das erste Thema schon komplett aus dem Rahmen gesprengt, die erste Frage, weil da sind, was ich stellen wollte, wie bist du eigentlich zu dem Thema gekommen? Da hast du sehr viel auch persönlich schon erklärt, dass du in den Anden warst, dass du da warst. Das ist aus dem schon rausgekommen, dass es darum um die Freiheit geht, dein oberstes Priorität. Und das ist ja auch so meine Art zu leben. Freiheit ist das Schönste, was es gibt. Es gibt die und die Freiheiten. Der eine vergleicht die Freiheit mit Geld, der andere vergleicht die Freiheit, um zu geben. Also ich würde das so beschreiben, dass man das beides miteinander kombinieren kann, auch wenn man jetzt nicht so großes Geldfluss hat. Man sollte immer im Drang zu folgen, Freiheit zu leben. Genau. Die zweite Frage vielleicht zuvor. Wie bei dir, sorry, oh Gott, oh Gott, heute ist Montag, da läuft noch nicht so flüssig. Wie hat bei dir alles War der angefangen? Nikolaus schon bei dir gewesen? Der Nikolaus, der war bei mir, genau. Wie hat bei dir alles angefangen? Ja, das ist eine gute Frage. Da bin ich noch gar nicht, tatsächlich noch nicht so drauf eingegangen. Es war dann, ich glaube, ja, eben als ich auch mal dort zurückkam, hatte dann einen Management-Job. Wie gesagt, dann war diese Geschichte mit Krankheit und ich habe gekündigt von heute auf morgen. Und dann war ich ja erstmal da gestanden ohne etwas. Also ich wusste zu diesem Zeitpunkt noch nicht, was kommt als nächstes. Und ich hatte aber dieses Urvertrauen in mich und ich wusste, es ist egal, du hast schon so viel gemacht und es wird immer was Neues kommen. Und dann kam meine damalige Finanzberaterin um die Ecke und hat gesagt, hey Jessie, du bist doch so stark mit Finanzen sehr dafür, du machst schon so viele Jahre, du hast BWL studiert, hast du nicht Interesse, bei uns als selbstständige Finanzberaterin zu arbeiten? Habe ich gesagt, oh Gott, Finanzbranche. kann ich mir jetzt gerade gar nicht vorstellen. Ich komme doch hier total aus so einem, ich sage jetzt mal, sozialen Jahr und so der ehrenamtliche Typ und jetzt die Finanzbranche. Ja, ich interessiere mich sehr dafür und habe viel Wissen darüber, konnte mir aber überhaupt nicht vorstellen, dass jemand, ich sage jetzt mal, weil als Berater ist man ja eher wirklich so der Experte, der sein Wissen weitergibt. Und dann habe ich gesagt, aber ich bin so ein Typ, was ich nicht verurteilen oder kann ich nicht drüber urteilen. Und dann habe ich gesagt, hey, so aus der Not heraus, ich habe ja gerade eh nichts, ich gucke es mir mal an. Klingt ja alles prinzipiell ganz gut. Und ich habe dann wirklich gegründet, habe weitere Ausbildungen gemacht, also auch bei der IHK, ne, das war alles dann so mit Zertifizierung und habe ganz schnell meine ersten Kunden gewonnen. Super viel Spaß gemacht, wieder dieses eins zu eins mit Menschen zu arbeiten. Menschen, da kam ja ich sag mal, mein Helfersyndrom wieder raus, ne, den Menschen irgendwie helfen zu können, ein Vermögen aufzubauen oder überhaupt, wie spart man, was brauche ich vielleicht an Absicherung? Und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass es einfach gut lief. Und dann habe ich aber schon gemerkt, naja, es gab so den einen oder anderen Kunden, die eine oder andere Kundin, die dann einfach nicht abgeschlossen haben. Ne? Dann kann man hinterfragen, habe ich vielleicht irgendwas falsch gemacht, habe ich die Bedürfnisse nicht erkannt, liegt es an mir? Und ganz oft war es aber der Fall, dass die Glaubenssätze hatten, das waren eher negative Glaubenssätze zum Thema Finanzen und Geld. Also sowas wie Geld verdirbt den Charakter, Geld ist der Ursprung allen Übels. Und dann habe ich gesagt, hey, aber den Menschen möchte ich doch auch helfen können, weil nur weil sie diesen Glaubenssatz haben, heißt es ja nicht, dass sie nicht auch zu Vermögen kommen können. Ne? Was auch immer Vermögen bedeuten mag, das darf ja gerne jeder für sich entscheiden. Aber ich habe dann gesagt, okay, dann bilde ich mich da mal weiter, um zu sehen, wie kann ich den Menschen im Kern denn helfen? Und habe dann eben verschiedene Coaching-Ausbildung gemacht, gerade im Mental-Coaching-Bereich. Da geht es ja in die Richtung Glaubenssätze, Arbeit dann. Und so konnte ich dann das Ganze im Prinzip für meine
neues Business nutzen, weil ich habe gesagt, ich verbinde das nicht miteinander, weil ein Berater, der hat nochmal ganz andere Anforderungen, auch vom Staat, von der BaFin und so. Ich habe meine Kunden dann in gute Hände abgegeben. Ich habe heute noch Kontakt zu, ich sag mal, fast allen und habe dann 2020 einfach nochmal neu gegründet. Und das ist auch so das Ding, wo ich dann gemerkt habe, okay, es geht halt noch mehr in diese Richtung Businessaufbau, auch mit natürlich dem Thema Money Mindset, ne? Weil wenn das halt nicht stimmt, dann klappt der ganze Businessaufbau nicht. Und das ist auch so ein bisschen meine Spezialisierung, was mich wahrscheinlich von den anderen Coaches unterscheidet, dass ich da eben großen Wert drauf lege und viel Mindset-Arbeit mache, bevor die Leute starten oder wenn sie gerade gestartet sind, dass wir sagen, wir gehen nochmal einen Schritt zurück, gucken uns das erstmal an, weil meistens, wenn sie den Erfolg noch nicht haben, dann liegt es sehr oft auch an diesem Thema. Ja, und das war, glaube ich, so diese Zeit, wo alles angefangen hat. Und so bin ich eben zu dem gekommen, was ich heute mache. Und weil meine Message, ich erachte sie für sehr wichtig und bin auch der Meinung, dass jeder Mensch da draußen eine wichtige Botschaft hat. Und damit dürfen wir einfach gerne rausgehen. Ich tue das halt als Speakerin, deswegen gehe ich auch auf die Bühne oder als Autorin und habe Buch geschrieben. Du machst das ja auch ganz erfolgreich mit deinem Podcast. Und ich glaube, so ist es doch bei jedem. Und da bin ich einfach dafür, dass jeder mit seiner Nachricht auch nach draußen gehen darf. Jeden Fall, also gerade zwecks Money Mindset habe ich in der letzten Zeit, in den letzten Jahren sehr viel gelernt. Also ich habe mit 18 by the way angefangen, das erste Business zu gründen und ich wusste überhaupt nichts mit Unternehmertum, mit Money, Geld zu tun zu haben und so fort. Deshalb habe ich das Business auch, ich muss auch euch gestehen, ja, das Business lief gut, aber es lief nicht so gut, dass es weiterlief. Deshalb habe ich es elementiert und habe dann mich wieder anstellen lassen bei einem Arbeitgeber, der mir sehr viel gegeben hat, wie ich an Geld dann komme oder wie ich mit Geld umgehen kann. Und das war die Deutsche Telekom. Und die Werte von der Deutschen Telekom waren sowas prägnant, wo ich gesagt habe, ich beschäftige mich mit dem Thema wirklich Werte nochmal allgemein damit, dass ich, welche Werte ich mir treu bin oder was mir damals mich auch geprägt hat, ne? Und und so weit habe ich auch dann in der Zeit nebenbei auch mein Business aufgebaut und habe täglich, fast nicht täglich, sondern einmal in der Woche oder einmal am Tag bei LinkedIn einen Post abgesetzt und bin dadurch wirklich in die Viralisierung gekommen und über das und das gesprochen, dass man den Kunden wirklich auch die Werte und Begeisterung mitgeben kann. Genau. Aber mega spannend, ne? Und das ist auch ein wichtiges Tool, gerade die jüngere Generation, TikTok, nehmen wir mal, die achten teilsweise auf Werte, teilsweise achten die gar nicht mehr so auf die Werte wieder, weil die sind so wieder so oberflächlich, manche, die sehen das gar nicht so ein oder diskriminieren andere wieder. Das ist wieder sowas von ihren Glaubenssatz verringert, ne? Deshalb ist das Wertesystem für Firmen oder für Privatpersonen elementar wichtig, seine Werte zu leben, aber auch seine Werte mit der Firma Telekom oder Firma VW, BMW, whatever zu vergleichen und auch hinterfragen. Und darauf kommt jetzt die vierte Frage: Welche Geschichte ist für dich aktuell wichtig in dem Bezug auf das Wertesystem? Ja, da kann ich super an das anschließen, was du gerade gesagt hast, weil es ist tatsächlich so, dass wir einen Wertewandel haben. Wir haben immer einen Wertewandel, den gab es auch in der Vergangenheit schon und gerade die Generation TikTok hast, da sind andere Motive auch wieder dahinter, ne? Die haben auch schon meistens so ein Grundmotiv von Freiheit, teilweise auch von Anerkennung, ne? Weil immer wenn wir uns zeigen, hat es auch viel mit Anerkennung zu tun. Das ist auch völlig in Ordnung, deswegen auch andere Werte. Und wenn wir wissen, dass das so ist, und wenn wir das kennen, dann können wir viel besser darauf eingehen.
gehen, auch wie du gesagt hast, in den Unternehmen. Das ist sowohl für den Unternehmer, für die Unternehmerin, als auch für die Mitarbeitenden total wichtig zu wissen, welche Werte lebt mein Unternehmen, wer persönlich ist das miteinander vereinbar, weil oft, ne, wir wissen, jeder Vierte hat innerlich schon gekündigt, das liegt oft daran an dieser Werteverschiebung, das geht nicht einher. Und das ist, glaube ich, so, komme ich zu deiner Frage mit der aktuellen Geschichte. Das sieht man auch in Deutschland da draußen. Also es beschäftigt mich sehr stark. Ich versuche gerade wenig Medien zu konsumieren, weil mir das doch sehr negativ ist und weil auch die Medien dazu beitragen, gerade eine Spaltung hervorzurufen. Ich glaube nicht unbedingt, dass es die Menschen sind, aber die Menschen konsumieren nun mal eben das, was ihnen auch irgendwie gezeigt wird, was die Regierung vielleicht zum Teil auch sagt. Auch die Regierung macht nicht alles richtig, sind auch nur Menschen. Auch völlig in Ordnung. Nichtsdestotrotz haben die eine große Verantwortung. Sie gehen als Vorbild voran und sie sollten natürlich gerade dafür sorgen, dass eben keine Spaltung in der Gesellschaft passiert. Und wir reden ja gerade ganz oft über Spaltung, weil es einfach so gerade so sichtbar wird, ne? So wirklich so mal, wir reden offen darüber und auch oft eine Werteverschiebung. Ne? Wir haben auf der einen Seite vielleicht die eher sicherheitsorientierten Menschen, auf der anderen Seite vielleicht eher die freiheitsorientierten Menschen und da darf man gern mal miteinander in den Dialog gehen und miteinander kommunizieren. Ja, warum entscheidest du dich denn so oder so? Oder warum hast du Schwierigkeiten mit den Maßnahmen? Das ist auch sowas, wenn du halt deine Werte kennst, kommst du viel besser damit klar. Also ne, ich bin ja auch eher der Freiheitsmensch, habe ich ja schon gesagt. Jetzt weiß ich aber, ich muss mich seit einem einschränken. Ne, so kann man das schon sagen. Die Politik hat beschlossen, okay, es gibt die und die Maßnahmen. Du darfst an bestimmte Orte nicht mehr hingehen. Du musst zu Hause bleiben, wie auch immer. Aber ich weiß, dadurch, dass mir Freiheit wichtig ist, dass ich sie an einer anderen Stelle ganz gut leben kann. Dadurch, dass ich das weiß. Ne, ich suche mir halt die Punkte, wie ich gehe dann in die ich gehe spazieren, ich mache vielleicht eine Meditation oder ähnliches, wo ich dann meine Freiheit leben kann. Ja? Also ich fokussiere mich gar nicht so darauf, was mir in dem Sinne, was ich vielleicht gerade nicht darf, sondern gucke nach Lösungen. Ne? Was kann ich tun, wie im Unternehmertum auch? Wir sollten immer nach Lösungen schauen, was können wir tun, damit es uns mental einfach weiterhin auch gut, mental ja, ja. Und körperlich natürlich weiterhin gut geht. Und ich glaube, das ist so die Geschichte, die bei mir momentan am aktuellsten ist, den Menschen irgendwie zu zeigen, hey, dieses statt gegeneinander. Versteht einander, kennt eure Werte, weil wenn ihr eure kennt und wisst, dass bei anderen andere dahinter liegen, dann könnt ihr sie auch besser miteinander reden. Ja, das ja, würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich habe schon wieder die letzte Podcast-Folge mit der Johanna hat mich total berührt und jetzt auch nochmal so richtig einen eiskalten Schauer, wie du das erzählt hast, mir durchgelaufen. Das Unternehmen an sich, egal welches Unternehmen, by the way, das es ist, muss nach draußen seine Werte auch kommunizieren, also auch darüber sprechen, was die an die Mitarbeiter weitergeben, ne? Was die nicht nur... Ja, unbedingt. Nicht nur hier, wir haben hier Unternehmensseite, Unternehmenskultur, das ist das und das Leitbild, nach den Werten arbeiten wir, aber das muss tagtäglich wirklich rausgebracht werden. Gerade zwecks Social Media kann man das immer wieder reframen und so weiter und so fort, dass man, dass die Menschen das sehen, dass die auch das leben, dass die das auch vorleben. Ne? Sei nicht ja. Der größte Egoist im Leadership, sondern sei der Leader, der anderen vorlebt, wie es zu machen ist. Ne? Natürlich hast du eine Führungskraft oder der Chef, der gibt dir natürlich Aufgaben vor und das musst du abarbeiten. Das ist by what, so whatever, immer der Fall. Und muss so gesagt werden, aber der Leader, der Chef, der Führungskraft muss es auch vorleben. Ne? Zum Beispiel, wenn es um die Telefonakquise ist, wenn es ums E-Mail-Marketing ist, wenn es um Social Media ist, muss es der Chef selber auch mal machen. Und dazu ja, kommen wir zur fünften Frage. Wenn du noch was hast, kannst du es gerne nochmal machen. Kannst du gerne nochmal auch dazu nochmal reframen, bevor man die fünfte Frage noch gerne erläutern kann. Kannst du auch gerne nochmal über das nochmal reframen, was du noch dazu sagen hast. Nee, ich glaube, das ist einfach das nochmal zusammengefasst, Michael, was ich gerade gesagt habe. Also wie du sagst, nicht nur wer
kennen, ne? Werte auch leben, selber leben, Vorbild sein und natürlich nach außen kommunizieren. Also es sind genau diese drei, ne? Also Werte kennen, Werte leben und Werte nach außen kommunizieren. Und dann ziehen wir automatisch die richtigen Menschen in unser Leben an und auch natürlich die Mitarbeiter. Das sind automatisch dann die richtigen, weil wenn das Unternehmen damit rausgeht, dann, und ich sag mal, du wirbst wie jetzt BMW, Spaß, nee, wie heißt das, Freude am Fahren oder so, ne? Haben die ja, glaube ich, als Slogan, dann ziehst du auch genau. Menschen an, die Freude am Fahren haben und keine, die halt den ganzen Tag vielleicht mit dem Fahrrad. Genau. Also, das macht ja schon einen Unterschied, ne? Ob ich damit rausgehe oder halt nicht. Und das ist super sinnvoll. Also kann ich dir genau. Ja eben nur zustimmen. Hast du gesagt, vielen Dank dafür. Gerne. Die fünfte Frage ist, was war dein größter Fehler und was hast du davon gelernt und was würdest du besser machen? Das ist immer eine sehr gute Frage, da ich ja selber viele Fehler einfach, wenn es überhaupt, also ich bezeichne sie wahrscheinlich noch nicht mal als Fehler. Ich sage ja meistens, das sind Things, also ich wandle da die Sprache einfach ins Positive, weil der Fehler ist ja oft sehr negativ besetzt bei manchen Menschen und wir haben noch immer nicht ja diese Kultur zu sagen, hey, Fehler sind gut, weil sie bringen uns ja weiter, ne? Und ich glaube, wir machen alle am Anfang mal irgendwas falsch. Ich denke, bei mir ist es eher so immer dieses, ich verzettel mich ganz gerne, ich habe so viele Interessen und dann fange ich mal so das an und dann fange ich mal das an und dann bringe ich aber so eins gar nicht auf die Autobahn, ne? Sondern dümpel hier irgendwie auf der Landstraße rum und ich glaube, das ist so eine ganz gute Metapher dafür, dass ich manchmal diese PS nicht so ganz auf Autobahn bekomme und habe natürlich gelernt, wie organisiere ich mich, wie arbeite ich am effektivsten, wann ist vielleicht auch meine Zeit und natürlich mit Baby noch mal mehr, weil da ist der Alltag einfach vorbestimmt, ja, durch das Kind. Das heißt, ich muss die Zeit auch effektiv nutzen und habe auch festgestellt, weil mir jetzt weniger Zeit zur Verfügung steht, dass ich sie noch effektiver nutze. Und ich denke, das ist natürlich auch was Großartiges, dadurch, dass ich das jetzt weiß, erfahren habe, selber durchlebt habe, kann ich das halt an meine Klientinnen weitergeben, damit die das gar nicht erst, ich sag mal, machen, die dürfen dann andere Erfahrungen machen. Ich glaube, das ist so mein Ding. Ja, cool. Wie ist das bei dir? Das würde mich mal interessieren. Hattest du auch so einen großen Fehler, wo du gesagt hast, oh spannend, ja. Spannend, spannend, spannend. Das hat mich jetzt bis jetzt noch keiner gefragt, außer du. Das ist spannend. ja. Größte Fehler, ja. Ups, kann man nicht noch hören? Ja. Okay, weil mein Akkustand ist ziemlich off. Mach mal schnell. Mein größter Fehler war, beschäftige dich mit Finanzen und beschäftige dich mit Unternehmertum. Ne? Und halt lerne stets und immer wieder dasselbe, ne? Was es gibt. Und ja, das sind so, was ich draus gelernt habe aus den Dings. Und vergleich dich nicht mit anderen. Vergleich dich nicht mit anderen Menschen. Das ist auch ein Sach, was ich gelernt habe aus den Jahren meiner ersten Selbstständigkeit. Genau, diese ständige Vergleichbarkeit, gerade auf Social Media. Genau. Oh ja, wichtiger Punkt. Genau. Ich. Warte mal kurz. Das ist mir auch noch nie passiert. Alles gut. Irgendwann ist immer das erste Mal. Aber egal, whatever. Leute, das ist hier alles live und es ist alles nicht geschnitten. Ne? Das ist alles unperfekt. Statt perfekt. Also, by the way, auch hier noch einmal, mach's nicht zu kompliziert, sei einfach unperfekt. Ich hätte auch dazu noch mein Ladegerät vorher anstecken müssen und ja, by the way, montags ist immer so ein vertrieblicher Tag, wo ich ab und zu mit dem Laptop hin und her switche. Und deshalb liegt das Ladekabel irgendwo, wo
ich dann zuletzt am Abend nochmal gehockt habe. Aber by the way, das sind auch so meine kleinen Fehler, die ich am Tag auch gerne mal machen darf und einfach mal unperfekt bin und nicht zu perfektionistisch zu sein. Das ist auch noch ein großes Learning, was ich gerne mitgeben möchte. Genau. Und schon habe ich den Rahmen geschlossen für die nächste Frage. Welche Tools nutzt du für deine tägliche Arbeit? Komplett in dem ganzen Wertesystem und so weiter und so fort. Ja, ist auch eine super Frage. Also bei Tools sage ich natürlich immer erstmal, also wie ich glaube, da kann man nochmal die Brücke schlagen. Ich habe ja eben schon gesagt, was ich gelernt habe, so mit To-Do-Listen und so weiter und so fort. Also ich denke, das ist bei mir sowas, ich habe so versucht, eine Struktur reinzubringen. Ich bin nicht, teilweise bin ich der strukturierte Mensch, teilweise nicht. Und arbeite natürlich, also ich bin Mensch, ich muss mir immer alles aufschreiben, ne, damit ich Dinge nicht vergesse. Das heißt, ich habe noch wirklich physische Notizbücher, habe auch für jedes Thema eins. Also das ist auch sowas, was ich einfach den Menschen da draußen immer gerne empfehle, um dich zu strukturieren. Habe eben verschiedene Notizbücher, die können ja auch digital sein. Wenn ich unterwegs bin, schleppe ich natürlich nicht meine Bücher mit. Da mache ich das Ganze auch digital und nutze Apps dafür. Also das ist sowas, was ich sehr, sehr gerne mache. Ein Tool ist tatsächlich für mich auch, dass ich mir morgens einfach mal kurz die Zeit nehme, mal durchatme, mal überlege, wo bin ich gestern stehen geblieben, wie geht es heute weiter. Und das, um einfach wirklich zu gucken, ne, wieder auch, wie nutze ich die Zeit effektiv. Und ich glaube, da nicht jeder Tag gleich ist, ne? Also auch da zeigt sich auch wieder die Freiheit bei mir. Manchmal mache ich auch nichts, ja. Ich habe auch gelernt, einfach mal zu sagen, ach, meine Energie ist heute nicht besonders hoch und dann gehen wir jetzt halt mal frühstücken oder ich gehe jetzt mal raus oder ich gehe heute mal zum Sport. Also das ist bei mir nicht alles so fest und so strukturiert. Also ich glaube, ne, weil deswegen auch dieses Angestelltenverhältnis, da hat man immer feste Termine, da muss man ja doch irgendwie zu einer bestimmten Zeit da sein. So ist es bei mir halt nicht. Ne? Also wenn ich da zwischendurch gehe, auch manchmal einfach in den Garten, mache Gartenarbeit oder wir haben noch Kaninchen, dann gehe ich mal raus zu den Kaninchen in den Hasenstall und sitze dann Katzen da hast du rum oder mache vergessen. dann nochmal ein Bier. Katzen hast du Genau. vergessen. Die Katze sowieso. Die springt meistens hier rum und die miaut dann auch immer ins Interview mit rein. Deswegen muss ich immer die Tür zumachen, weil die ist schon sehr alt, die ist schon 20 Jahre alt und Oh die kommt dann Gott. immer mit so einer krächzigen Stimme in die Ecke und die macht dann so miau. Das ist echt total witzig. Und ich glaube, deswegen bin ich auch der Mensch, der genau diese Menschen anzieht. Also ich ziehe in der Regel nicht diese besonders blauen, wo man immer sagt, ja, die sind so ganz ordentlich und ganz strukturiert und die wollen alles ganz genau wissen. Das sind meistens nicht unbedingt meine Kundinnen. Aber ansonsten habe ich einfach viel, viel Spaß bei dem, was ich tue. Ich glaube, das ist so die Hauptsache. Das ist halt, mein Aber Haupttool ist tatsächlich Spaß. gerade bei dem Branding, da du sehr viel mit Blau bist, habe ich jetzt gedacht, du bist jetzt der blaue Typ, ne? Ich bin jetzt vom Branding her der gelbe, aber auch der gelbe Typ, ne? Aber auch natürlich der grüne und der rote, ne? Wo ich und der ja, der blaue Mensch, der Finanzen auch so ein bisschen mag, ne, strukturiert mag, aber vom Allgemeinen Nee, das ist her. das Atypische bei mir. Also da sieht man aber, pass auf, Michael, das ist ja die Gefahr, die die meisten Menschen da draußen machen. Ich bin auch der Gelb-Grüne, ne? Ich habe ganz, ganz viel Gelb, also fast 100% tatsächlich. Und Grün habe ich auch sehr, sehr hoch. Und dann sagt man ja oft, ja, die hat ja kaum Blau und kaum Rot. Kann die das denn überhaupt? Ich bin aber total ordentlich, also was so, ich sage jetzt mal, die Wohnung, das Haus angeht. Also ich mag das super, super gerne ordentlich. Das liegt an diesem Ästhetischen, ne, auch wieder am Grün. Ich mag halt, dass es schön aussieht so. Und ich habe in meinen Finanzen und in dem allen total die Ordnung. Bin da auch sehr, sehr penibel. Aber ich bin dann eher so der Typ, der auch mal vertraut. Also bei mir auch im Bereich Finanzen. Ich überprüfe sehr viel, ich lese sehr viel. Aber manchmal vertraue ich auch den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Ne? Weil einer meiner höchsten Werte ist ja auch Vertrauen. Und das ist dann einfach so eine Sache, wo mein Bauchgefühl dann auch entscheidet. Also da lasse ich gar nicht mal den Kopf entscheiden, sondern mein Bauchgefühl
weil so komme ich auch viel eher ins Handeln. Also wir haben zum Beispiel in den letzten 2 Jahren 2 Häuser und 3 Wohnungen gekauft und ich glaube, die meisten Menschen trauen sich das noch nicht mal, weißt du, weil die müssen dann erst noch mal hier lesen und noch mal da den nächsten fragen und den nächsten Experten und so, aber wie Michael das ja eben schon gesagt hat, manchmal ist dieser ganze Perfektionismus, den ja so ein Blauer dann oft auch hat, sehr, sehr hinderlich und wir kommen gar nicht ins Handeln und nicht ins Tun und wir kommen auch nicht zu mehr Vermögen, wenn wir nicht bereit sind, einfach mal jetzt was zu machen, eine Entscheidung zu treffen. Da sind wir wieder bei Johannas Thema, können wir wieder die Brücke schlagen. Einfach die Entscheidung zu treffen, zu sagen, okay, aber das bringt mich dann auch weiter. Und wenn du, da sage ich einfach nochmal, die Entscheidung auf Grundlage deiner Werte triffst, dann ist es niemals eine falsche Entscheidung. Da bin ich mir zu 100% sicher. Genau, genau. Ja, mega. Also mega krass. Ja, wo war ich jetzt stehen geblieben? Bei der... Kein Problem, wir sind einfach im Dialog. Das läuft doch hier wunderbar. Es läuft wieder, genau. Die 7. Frage. Die 6. Frage war das mit den Tools, genau. Die 7. Frage ist, wie sieht es bei dir so ein ganz typischer Morgen aus, ohne deine Tools noch mit zu verwenden? Du hast ja schon ein bisschen was erwähnt, aber so komplett den morgendlichen Ablauf, wann stehst du auf, wann machst du das und das, wann bringst du dein Kind vielleicht in die morgendliche Krabbelgruppe, wenn es da schon soweit ist, ne? Ja. Ja, ich glaube, das ist genau der richtige Punkt. Der Tag wird bestimmt davon, wann die Kleine wach wird. Also da mein Mann auch Unternehmer ist, wechseln wir uns gelegentlich ab. Aber wenn er jetzt auch unterwegs ist oder so oder Aufgaben hat, ne, dann stehen wir einfach mit der Kleinen auf. Sie wird meistens so um 7 wach und machen sie dann auch fertig. Unter der Woche von montags bis donnerstags geht sie zur Tagesmutter. Das heißt, da haben wir dann auch wirklich Zeit bis nachmittags. Also diese Zeit nutze ich sehr effektiv. Freitag, Samstag, Sonntag ist bei uns dann tatsächlich Familientag. Da versuchen wir auch gar nicht mehr zu arbeiten. Das habe ich früher viel gemacht. Bin ich da eher so ein bisschen out of order. Also gehe meistens auch nicht ans Telefon, schaue auch wenig bei Social Media. Ich versuche es zumindest und genieße einfach so ein bisschen die Zeit. Haben, weil wir gesagt haben, okay, kommt nur einmal, ne? das gibt einem keiner mehr wieder. Habe ich jetzt am Anfang auch, ich bin relativ schnell nach der Geburt wieder so ins Hasseln gekommen und habe gedacht, muss ja dein Business voranbringen, ne? Weil es war ja die zweite, also mein zweites Business, wo ich gesagt habe, ich stehe noch relativ am Anfang, das muss jetzt und da hatte ich dann auch wieder so ein paar Klaus gegeben. Aber danach, wie gesagt, starte ich den Tag, ich habe meistens Termine, habe feste Tage, wo ich mir auch meine Termine lege, sitze dann wirklich effektiv auch bis nachmittags in der Regel dann am Schreibtisch. Hier zu Hause, ich habe mir auch extra einen Schreibtisch gebaut, den man so hoch und runter fahren kann. Das heißt, ich mache viel im Stehen. Das ist auch sehr, sehr angenehm. Kann ich auch jedem nur empfehlen. Und nachmittags ist dann eben auch meistens wieder Familienzeit. Wir versuchen da verschiedene Aktivitäten mit einzubinden, uns auch mit Freunden, Bekannten zu treffen. Und abends, ganz unterschiedlich, da manchmal arbeiten wir tatsächlich, nutzen die Zeit dann nochmal, wenn die Kleine im Bett ist. Oder wir gönnen uns mal einen schönen Abend zu zweit. Oder ich bin für mein Ehrenamt unterwegs, weil das erfordert ja doch auch noch einige Zeit. Gerade so als Kreissprecherin, da hat man doch auch einige Pflichttermine. Wir sind sehr eng auch mit der Politik. Das heißt, auch da gibt es immer mal wieder Gespräche. Vieles natürlich in der aktuellen Zeit per Video. Ist für mich ganz angenehm, ne, mit kleinem Kind, da muss man nicht viel reisen. Es hat auch Vorteile, aber ich mag es auch sehr, sehr gern, dann einfach mal rauszukommen und mich persönlich mit den Menschen zu treffen. So, das ist, glaube ich, so grob ein typischer Tag bei mir. Das ist ein ähnlicher Ablauf. Ja, cool. Das ist echt mega schön und nice. Würde dazu auch noch der sogenannte Creator dazu auch noch beitragen für dieses ganze typische Tagesrhythmus? Oder ist Creator jetzt eher das Business und das Ehrenamt ist dann die WJ? Creator hast du gesagt? Jetzt mit Gedankentank, mein Auftritt oder... Ja. Ja, also
Also das ist ja auf jeden Fall Business. Da habe ich ja meine Speaker-Ausbildung habe ich ja letztes Jahr gemacht und hatte dort auch eben meinen großen Auftritt dann im Sommer. Und das ist wirklich ein Teil meines Businesses, also dass ich wirklich auch eben Online-Vorträge halte. Also jetzt eben in dieser Zeit, von der ich eben gesprochen habe, wo ich arbeite, sitze ich natürlich nicht nur an meinem PC für mich alleine, sondern so wie wir jetzt auch Interviews machen oder ein Interview machen, mache ich auch andere Interviews. Ich gebe Online-Vorträge, halte Workshops eben zu den Themen, die du eben auch gesagt hast, Werte und auch Money-Mindset. Und die Wirtschaftsjunioren ist tatsächlich ein Ehrenamt, hat nichtsdestotrotz einen Business-Charakter, würde ich schon sagen, weil die Wirtschaftsjunioren sind ja die junge Wirtschaft, also unter 40, die hauptsächlich sind Führungskräfte, sind Unternehmer, also Selbstständige, die sich dort eben ja in einem Netzwerk zusammenschließen, etwas für die Gemeinschaft tun, eben auf Kreis-, Landes- und Bundesebene. Und wir sind halt wirklich die Schnittstelle zur Politik, das heißt, wir haben einen sehr großen Einfluss auch und können auch viel erreichen. Das finde ich halt so spannend, dieses alles zu verbinden. Ich bin so ein Mensch von diesem Ganzheitlichen. Ne? Ich betrachte immer, meine Arbeit ist ja mein Leben. Ne? Also deswegen macht dieses Thema Balance überhaupt keinen Sinn, weil das würde ja heißen, ich arbeite und ich lebe. Mhm. Und das würde ausschließen, dass ich in meiner Arbeit lebe. Aber das ist ja Quatsch, Arbeit. Mhm. Also ich muss ja atmen, sonst würde ich ja nicht leben. Mhm. Deswegen macht dieser Begriff für mich überhaupt keinen Sinn und ist total irreführend für jeden Angestellten, für jeden Selbstständigen. Mhm. Weil wenn du deine Arbeit ja nicht liebst oder zumindest nicht liebst, was du tust oder gelernt hast zu lieben, was du tust, bist du ja unglücklich. Also es macht ja keinen Sinn, immer nur am Montag schon zu sagen, oh Gott, heute ist Montag, wann ist endlich Mittwoch, wann ist endlich Freitag, wann ist wieder Wochenende und dann am Sonntag schon zu sagen, morgen muss ich wieder an die Arbeit. Ja. Und deswegen ist es natürlich für mich als Mama auch so toll, jederzeit, also zum Beispiel heute bis morgen ist unsere kleine Tochter zu Hause, weil bei der Tagesmutter ein Kind krank ist und sie kann halt nicht dahin. Und jetzt habe ich nicht das Problem, meinem Chef zu sagen, ich muss jetzt zu Hause bleiben, weil mein Kind krank ist, sondern sie kann einfach da sein. Ja? Mhm. Und das ist, glaube ich, so wertvoll für mich, auch wieder diese Freiheit zu haben, jederzeit jetzt sagen zu können, mein Kind steht dran und mein Business steht dann halt mal hinten dran. Aber es ist alles eins. Wir leben miteinander und auch bisher haben meine Kundinnen dafür immer Verständnis. Genau. Also ich bin ja auch dermaßen ein Freund von Work-Life-Blending statt Work-Life-Balance. Ne? Also dieses Work-Life-Balance, das geht mir sowas von, ich kriege manchmal Brechreiz, wenn ich das lese. Ne? Also geht mir irgendwie ähnlich. Das ist extrem, bei jeder, also ich forste ja und schaue ja tagtäglich, weil ich ja auch noch so ein bisschen Karrierecoach bin, bei einem Bildungsträger schaue ich mir Stellenanzeigen an, wo ich dann sagen kann, das und das und die und die und die schreiben immer alles Work-Life-Balance, New Work, das und das, modernisieren in Wörtern, obwohl sie das nicht kapieren oder das nicht wissen, was sie da schreiben, ist bei manchen unangebracht. Ne? Deshalb schreibt einfach das nicht hin, wenn ihr das nicht kapiert. Ne? Gerade was Work-Life-Balance oder Work-Life-Blending bedeutet oder New Work, zum Beispiel Remote Sales, wie man das und das aufbaut, dann schreibt das gar nicht hin, dass ihr das gebt. Ne? Sondern schreibt einfach hin, ihr gebt einen Arbeitsplatz, der zukunftssicher zum Punkt ist und fertig aus, ist der Käse gegessen. Ne? Und dazu die achte Frage, jetzt, dass das der Rahmen rund wird, welche Tipps würdest du Anfänger, Anfängerin geben für dein Thema mit Werte in Bezug auch dem Aufbau des Businesses oder halt auch im Allgemeinen als Angestellte? Ja, also wenn man sich noch nicht damit beschäftigt hat, jetzt könnte ich ja Eigenwerbung machen und sagen, kauf mein Buch. Aber nein, Spaß beiseite. Ich habe tatsächlich dieses Buch geschrieben für, ich hoffe es ist okay, Michael. Du kannst es auch gerne in dir mitzeigen. Ich habe tatsächlich dieses Buch geschrieben, ich sage mal ein bisschen für Anfänger. Du kannst es auch gerne im Bild zeigen. Tatsächlich kann ich das noch nicht, weil es noch bei der
ist schon in der Vorbestellung, also es ist schon veröffentlicht, aber es liegt noch bei der Druckerei. Das heißt, ich kann es nicht ins Bild halten. Gar kein Problem. Ich habe geschrieben für tatsächlich Menschen, die sich noch nicht mit dem Thema Werte beschäftigt haben oder vielleicht noch nicht so viel Ahnung davon haben. Also gerade wie du gesagt hast, dieses Wort, haben aber keine Ahnung davon. Das heißt, ich bin da schon wissenschaftlich auch reingegangen, habe mal recherchiert. Ich bin ja selber auch in einer Werte-Coach-Ausbildung und habe festgestellt, das Thema geht so viel tiefer, als die ganzen Coaches da draußen reden. Und das habe ich mir zur Aufgabe natürlich gemacht, da mal tiefer zu gehen und zu sagen, hey, geht da nicht so oberflächlich drüber hinweg, weil dafür ist es zu wichtig. Es ist wahrscheinlich die Basis von allem. Ich denke, das habt ihr heute in dem Gespräch auch schon gemerkt, dass es sowohl privat als auch fürs Business essentiell ist, sich wirklich mit dem Thema zu beschäftigen, zu verstehen, was sind vielleicht Motive, was sind Werte und dass halt Motive aus oder dass Werte aus Motiven entstehen, das sollte man auf jeden Fall mal wissen. Und dann wirklich auch immer wieder zu gucken, weil Werte verändern sich. Das heißt, die sollten regelmäßig überprüft werden, sowohl fürs Unternehmen als auch für dich als Privatperson oder wenn du dich selbstständig machst natürlich. Ganz, ganz klar. Also ne, das auch da wieder, was kommuniziere ich nach außen, welche Kunden möchte ich anziehen? Und deswegen macht es schon Sinn, sich Literatur zu suchen, Videos zu gucken zu diesem Thema, sich ein bisschen einzuarbeiten und dann auch wirklich mal ein Werte-Workshop, ein Werte-Training vielleicht zu buchen, weil da werdet ihr dann angeleitet auch von einem Experten, der einfach mal ein bisschen näher erklärt, was ist. Weil du kannst es alleine machen. Also ich gebe auch eine Anleitung in meinem Buch zum Beispiel, wie das Ganze funktioniert. Nichtsdestotrotz wissen wir ja alle, es ist manchmal leichter und schneller mit einem Coach zusammen, das Ganze zu erarbeiten. Aber wenn man das mal gemacht hat, sich die Arbeit und die Mühe, dann hat man halt auch meistens so kleine wie so Karteikärtchen zu Hause, wo die Sachen draufstehen, kannst du immer wieder verwenden. Das heißt, beim nächsten Mal geht das Ganze schon viel, viel schneller. Aber es ist auf jeden Fall essentiell, weil ihr werdet immer merken, auch gerade Thema Positionierung, das hat viel damit zu tun. Oder wie ich schon gesagt habe, vielleicht auch das Thema Money Mindset, ne, da mal ein bisschen näher hinzuschauen. Das ist gar nicht so weit entfernt, wie man erstmal glauben möchte. Und von daher wäre das schon sowas, was ich Anfängern empfehle, sich wirklich mal näher damit zu beschäftigen, weil ich kann es, wie gesagt, nur aus der eigenen Erfahrung sagen und auch mit den Frauen, mit denen ich zusammenarbeite oder auch mit Unternehmen, wo ich schon zusammengearbeitet habe, die hatten alle einen Aha-Effekt. Also tatsächlich alle haben gedacht, oh ja, wir haben ja unsere Werte klar und das ist ja alles, glasklar, aber das war es überhaupt nicht. Und das ist schon spannend, da einfach mal bisschen zu gucken, was hat es denn damit auf sich? Ich hoffe, ich konnte die Frage damit für dich auch gut. Ey, die war super, klare Antwort zu dem, was ich gefragt habe. Und das war glasklar und man sollte das immer irgendwie gucken, wenn man das nicht selber kann, irgendwie wirklich nochmal in Experten nochmal in die Beratungssession hineinzubeziehen, Geld zu investieren für die Sachen. Ne? Es wächst jetzt gerade Pandemie-Sachen. Ich möchte es gar nicht ungern jetzt ansprechen, aber mich dringt es jetzt danach. Ne? Zwecks Pandemie. Viele Politiker hören nicht auf die Expertise der Experten, Expertinnen, weil wenn die im Sommer gehört hätten, dass die Maßnahmen verschärft werden müssen, wären wir jetzt nicht in so einer Lage im Dezember, wie wir jetzt sind. Ne? Wenn wir früher auf Experten, Expertinnen ihre Meinung Wert gelegt hätten, die Politiker, würden die Maßnahmen anders da verlaufen, würde das Ganze anders da verlaufen. Gut, die Mutationen kommen immer wieder. Ne? Das ist gang und gäbe. Aber man hätte früher reagieren können. Ne? Man hätte auf Experten, Expertinnen hören müssen. Ne? Gerade egal in welcher Branche der Experte ist, ob es jetzt ein Virologe Dr. Karl Lauterbach ist oder in Michael Weihrauch oder eine Jessica Rumpf oder eine Dr. Johanna Dahm, ne, man sollte wirklich die Expertin wirklich für das und das Thema in sein Unternehmen reinholen. Ne. Ich habe ja auch hin und wieder da Experten und Expertinnen, die ich von außen
draufschaue und Fragen stellen kann. Ne? Und das ist so wertvoll, ne? Weil der hat eine andere Sichtweise, ne? Oder die hat eine andere Ja, ganz Sichtweise. genau. Ja, Aber ganz von genau. alleine löst du kein Konflikt in dir aus, ne? Was du jetzt umsetzen willst oder was du eine Entscheidung treffen willst, ne? Na klar, kannst du das auch alleine, aber das dauert. Das dauert dann halt vielleicht 10 Jahre länger. Und deshalb meine Empfehlung, such dir deine Expertinnen aus. Ne? Es gibt so viel und es gibt eine Studie, wo auch bezahlt, es werden noch wahrscheinlich viel mehr Experten, Expertinnen, Trainer gebraucht, gerade in der jetzigen Zeit. Deshalb sollte man den und den Ja. Trainer auch reinholen. Genau. Und Ja. die, Gott, wie viele Frage ist das jetzt schon, die 9. oder die 10.? Ich weiß es gar nicht. Na, egal. Mit welcher Person würdest du gerne mal zusammenarbeiten? Lebend, aber auch verschiedene Personen. Puh, das ist kein einfache Frage. Ich tue mich da auch ehrlich gesagt immer recht schwer, mich festzulegen, weil ich finde, dass es so viele großartige Menschen gibt. Und mein Thema ist ja auch immer, jeder Mensch ist wertvoll, ne? Also eigentlich ist es schon, unser Austausch hier ist schon was ganz Besonderes, finde ich immer, wenn man sich die Zeit einfach nimmt, miteinander zu sprechen, miteinander, ja, überhaupt, ne? Einfach die verschiedenen Sichtweisen kennenzulernen, weiterzugeben, sich zu unterstützen. Lass mich kurz überlegen. Also ihr merkt, ich habe mich nicht vorbereitet. Obwohl ich ja weiß, ich höre ja Michaels Podcast, ich weiß ja ungefähr, was für Fragen auch kommen. Bin da immer ein sehr intuitiver, spontaner Mensch. Tatsächlich fällt mir immer, wenn ich mal so wieder von meiner Intuition ausgehe, der Dalai Lama ein. Obwohl ich seine Geschichte gar nicht so intensiv kenne, finde ich doch, das ist eine ganz spannende Persönlichkeit. Also diese Menschen, die so völlig in sich ruhen, ne? Ich kann das auch. Und also ich glaube, ich kann so beides ganz gut, bin auch sehr energievoll und lustig drauf, kann auch mal ruhig, brauche auch meine Ruhe. Aber gerade so diese ganzen Mönche, ne, die machen ja auch so Schweige-Retreats, also die sitzen dann da irgendwie wochenlang und reden nicht miteinander. Das finde ich so interessant und so spannend und auch so diese komplett sein Leben der Gemeinschaft auch zu widmen. Ne? So mit seiner Botschaft. Ich meine, wir tun das ja auch irgendwie. Also ich würde mich schon fast dazu zählen. Nichtsdestotrotz bekomme ich dafür ja auch einen Energieausgleich in Form von Geld jetzt in dem Fall. Ich glaube, das ist beim Dalai Lama ja nicht so. Der kriegt vielleicht auch mal irgendwo, ne, wenn er eine Reise oder so kriegt, damit Sicherheit bezahlt. Aber das ist schon spannend. So dieses Ganze ohne auch Familie dann. Ne? Seht klar, die haben ihre Familie, sind die Mönche dann so an sich. Ich denke, ja, wenn ich es mir aussuchen könnte, wäre er wahrscheinlich schon jemand, wo ich sagen würde, mit dem würde ich mich gerne mal auf einen Tee treffen. Sind sie noch Wie fit, ist ja? das bei dir, Michael? Hast du da so eine, kannst du eine Person benennen? Eine Person. Ich finde ja auch viele Personen. Also phänomenal, also ich würde ungelogen eine Person, eine weibliche Person gerne kennenlernen und es ist gestorben, wäre F. Birkenbiel. Die habe ich auch immer auf meiner Liste, also haben wir was gemeinsam. Die gute alte Vera, ne, also mega, wie sie so hippig, flippig mit ihrem PowerPoint. Also damals gab es ja keinen PowerPoint, da gab es nur diese Flipcharts oder die andere Overhead-Projektorenfolien rumgeht und dann Overhead hat sie immer genutzt, ne? ah, mega.
Mega, das ist Das eine, stimmt. von der ich noch sehr viel, also auch noch jetzt noch lernen dürfte, aber wenn sie jetzt noch leben würde, würde ich sie sehr viele Fragen stellen. Ne? Ich meine, ich komme jetzt aus der Telekommunikationsbranche, da ist es gang und gäblich, viele Fragen zu stellen. Ne? Tobias Beck kommt von der Lufthansa, ne? Er war Purser, ne? Und hat auch sehr viele Fragen gestellt. Das kennst du ja damals von deiner Zeit bei dem, bei der Airline ja auch, wo du gearbeitet hast. Und sag mir jetzt nicht, dass es Lufthansa war. Dann werde ich Nee, es war nicht neidisch. die Lufthansa, aber die andere deutsche Airline, die es da noch so gibt, die mal zur Lufthansa gehört hat. Weil es verspürt halt sehr viel, wenn man halt mit den Menschen sich befasst und sehr viele Fragen stellt, auch den Menschen halt wirklich ins Innere reinblickt, ne? Auch den Menschen auf einer anderen Ebene begegnet, nicht, dass der Kunde König ist, sondern dass der Kunde ein Partner ist, dass der Kunde irgendwie sein Problem gelöst haben will. Auf dieser Ebene muss ein Mensch funktionieren, muss ein Mensch auch kapieren, dass es ein höheres Wertstellensystem gibt. Ne? Und deshalb ist auch die jetzige Frage, welche Projekte hast du in deiner Zukunft noch geplant? Also ich möchte natürlich die Bühnen der Welt erobern, egal ob online oder offline. Würde ich mir natürlich wünschen. Für mich ist ja alles eine Bühne, selbst wenn ich aus dem Haus rausgehe, ist auch irgendwie eine Bühne. Ich zeige mich, ich rede über über meine Mission, über meine Vision. Und ansonsten fürs nächste Jahr, also sicherlich wird noch mal das ein oder andere Buch kommen, vielleicht jetzt nicht ganz so schnell, aber ich habe Spaß daran gefunden und werde auf jeden Fall in Zukunft noch mal ein Buch schreiben. Und nächstes Jahr werde ich auf jeden Fall eine Mastermind-Gruppe gründen. Ich möchte auch gerne das ein oder andere Offline-Event tatsächlich durchführen. Also es wird wahrscheinlich in Form dann einfach von einem zweitägigen Training, wahrscheinlich auch einen Werte-Workshop und sowas geben, Wow. um eben mehr Menschen da auch auszubilden, vielleicht sogar die Coaches, ne, denen selber, weil sie erzählen ja immer über Werte und machen Wertearbeit. Da macht es natürlich Sinn, die auch irgendwie vielleicht auszubilden, zu sagen, hey, gib's weiter, aber gib's richtig weiter und nicht nur oberflächlich, sondern auch gerne mal ein bisschen mehr in die Tiefe, weil dafür ist das Thema einfach zu wichtig, als dass wir da nur oberflächlich drüber hinweggehen. Das ist so auf jeden Fall die kommenden Projekte. Also was ich gelernt habe, und das kann ich auch noch mal gerne mitgeben, auch zwecks der letzten Frage, das NLP wirklich auseinanderzuziehen und das Wort neurolinguistisches Programmieren wirklich getrennt zu hinterfragen, für was steht ein Neuro, für was steht ein Linguistisch und für was steht das Programmieren, wirklich dieses geballte, gebündelte NLP-Wissen wirklich auseinander zu reißen und wirklich das auch mal tiefgründiger anzugehen und zu schauen, wie kann man Mensch verstehen oder wie kann man das auch für sich anwenden. Man muss es nicht immer nur in die Manipulation anwenden, sondern eine Unterstützung für denjenigen ist, egal ob es jetzt für sich ist, ne, oder halt auch für die andere Person, die gegenüber am Tresen ist. Ne. Man kann so vieles nochmal hinterfragen und ich bin ein Freund, wo man auch so ein bisschen ein paar Sachen hinterfragt, ne, wo es schon gibt, wo es noch nie so gemacht wurde. Ne? Einfach mal um die Ecke denken, jetzt kein Querdenker gedönt, sondern einfach mal um die Ecke gedacht und einfach mal weitergedacht. Genau. Das ist Naja, auch aber im noch so, Prinzip das, ja. ist ja sogar Querdenken. Also bei mir war Querdenken immer was Positives. Ich habe das in der Uni gelernt. Der Professor hat immer gesagt, ihr müsst querdenken, ihr müsst auch mal hinterfragen und nichts anderes ist ja. Die Medien haben es ja nur zu was Negativem gemacht, weil sie es einer Gruppe zugeschoben haben. Aber auch da Richtig. dürfen wir gerne offen und ehrlich sagen, das ist nichts Schlechtes, Das ja. ist, Nur weil sage ich ja. jemand anders denkt, heißt es noch lange nicht, dass es schlecht ist.
sage ich ja nicht, nur die Journalisten von Bild und so weiter, die haben das halt wirklich ins Negative gedreht. Deshalb sollte man das wieder ins Positive zurückdrehen, dass es gar nicht so Dings so schlimm ist. Ne? Gut, es gibt die Arten der Menschen, die in dieser Gruppe sind. Ne? Wollen wir nicht darüber reden, aber man muss die auch dahinter fragen. Und deshalb auch nochmal ein Aufruf vielleicht an dich, liebe Zuhörer und Zuhörerin und Zuschauerin, ne, wenn ihr mich seht, wo könnt ihr euch sehen und wo könnt ihr euren Werten treu sein? Habt ihr schon mal eine sogenannte Wertecheckliste mit euch und eurer Familie oder auch Firma mal auseinandergesetzt? Habt ihr das auch schon mal durchdacht und gemacht? Vielleicht hat auch die liebe Jasmin da irgendwie was bereit, wo ihr mitnehmen könnt als Checkliste. Wenn nicht, stellen wir das halt alles nochmal in den Shownotes zur Verfügung, wie ihr das Buch bestellen könnt, wie ihr den Link bekommt. Und die 11. Frage ist noch, wo siehst du dich in 5 bis 10 Jahren? Also auf jeden Fall weiter als heute. Das ist schon mal ganz klar. Nein, also wir haben natürlich nicht unendliches Wachstum. Das strebe ich jetzt in dem Sinne nicht an, ne? Auch wenn ich Wirtschaftswissenschaftlerin bin, wo das ja immer gerne mal gelehrt wird. Aber wir wissen auch, dass es irgendwann begrenzt in vielen Bereichen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass unser Geist sich immer weiterentwickeln kann. Und das, da sehe ich mich auch einfach in 5 bis 10 Jahren, dass ich noch weiß bin als heute, dass ich vielleicht auch zurückblicken kann auf unser Interview heute und sagen kann, hey, das war schon alles richtig gut, was du da gesagt hast. Heute bringst du es sogar noch einen Tick mehr auf den Punkt. Oder du bist auch schon bekannt einfach so richtig für dieses Thema als Expertin am Markt. Und da sehe ich mich einfach, weil ich wirklich sage, nicht nur, weil ich erkannt habe, das Thema ist wichtig, sondern weil es aus dem Herzen kommt. Und das war bei mir schon immer so. Ich mache Dinge, weil sie aus dem Herzen, aus dem Bauch kommen, aus der Intuition. Das möchte ich super, super gerne weitergeben. Ansonsten kann ich mir gut vorstellen, auch mal wieder vielleicht in dieser, das ist eine große Zeitspanne, an einem anderen Ort zu leben. Ne? Ich bin schon viel gereist, ich bin viel rumgekommen, kann mir auch vorstellen, nochmal im Ausland zu leben. Könnte also gut sein, dass ich vielleicht in 5 bis 10 Jahren mit meiner Familie an einem anderen Ort lebe, Deutschland. Aber nichtsdestotrotz bin ich ja jetzt auch hier online dann unterwegs und denke einfach, dass, oder hoffe, dass ich die Menschen noch zueinander bringen kann, mehr miteinander vernetzen kann und wirklich so dieses, ja, wie ich es immer sage, mehr miteinander statt gegeneinander, dass sich das auch etabliert hat, dass das angekommen ist, dass auch andere Experten das weitergeben, übertragen, die Unternehmen sowieso, ne, dass eine ganz spannende Zeit steht denen bevor. Und ja, da freue ich mich sogar richtig drauf, auch wenn die Zukunft ja manchmal nicht so rosig aussieht. Ich bin aber ein absoluter Optimist und glaube einfach, das wird grandios. Ja, richtig. Also das bin ich auch. Also ich bin ja auch von Hause optimistisch und gehe da auch optimistisch ran. Und ich sage auch, muss nicht immer höher, schneller, weiter, auch wenn das andere sagen hier Next Level und das und das und das und hier das und das und da. Nein, höher, schneller, weiter ist nur ein Trugschluss. Was tiefgründig ist, ist die Transformation. Wo transformiert ihr euch in euch und auch in eurem Unternehmen oder generell in euren Sachen mit rein, ne? Wo gebt ihr das meiste an Input oder Output raus, ne? Egal, ob es jetzt hier offline bei einem Meeting ist oder auch offline, online bei einem Meeting ist oder offline bei einem Treffen, bei einem Netzwerkveranstaltung, Seminar und so, whatever, wo ihr tagtäglich seid, auf Messen. Man sollte immer so ein bisschen im Hier und Jetzt leben, aber in den Blick in die Zukunft reinschauen, was bringt uns weiter, wo können wir weiter wachsen und wo können wir das
Wachstum anstreben, aber wo höre ich jetzt auf? Also mein Prinzip ist da schneiden und wachsen in dem Zahlfall, ne? Was mache ich jetzt nicht, was mich weiter antreibt? Wo höre ich auf? Was mache ich besser und wo kann ich mich verbessern? Ne? Immer so zu analysieren und immer zu schauen. Und wenn man da nicht gut dran ist, dann holt man sich, wie gesagt, die Expertin und der Expertin dazu in dem Falle. Weil ich bin der Meinung, Verkauf, Vertrieb muss auch aus dem Herzen kommen. Es muss herzzentriert sein. Es nützt nichts, ein geiles Produkt zu haben und ein geiles Produkt zu verkaufen und dann ist der Gegenüber unglücklich, wenn es nicht aus dem Herzen verkauft ist. Ne? Wenn man Ja. aus dem Herzen verkaufen tut, ne, egal was es ist, wenn Produkt, Dienstleistung, dann ist das eine wertschätzende Art und Weise, dann kauft es jeder Kunde, jeder Mensch. Ne? Zum Beispiel, ne, nimm das Apple iPhone, ne? Die machen das tagtäglich, die verkaufen das tagtäglich mit ihrer Mission. Wir wollen so viele Menschen da unterstützen mit dem iPhone, weil es ein gutes Produkt ist. Ne? Die gehen halt sehr viel über die Herzmission, über die Herzebene, über die Empathie. Aber das habe ich Ja. jetzt schon mehrfach gepredigt und werde das auch noch weiter predigen, weil das ist so mein Grundverständnis dazu. Ja, Das ist und komplett richtig. das war so ein wertevoller, wirkungsvoller Podcast-Interview. Liebe Jessica, vielen lieben Dank für deine maßlose, großartige Zeit. Und wenn ihr wirklich mehr wissen wollt, alle Shownotes zum Buch, zur Jessica, findet ihr in den Shownotes. Auf der Homepage könnt ihr euch mit Jessica einen persönlichen Termin buchen, könnt auch die YouTube-Links und so weiter, Instagram auch alles abchecken, wo sie unterwegs ist. Und es gibt natürlich auch immer wieder, weil das habe ich beim letzten Interview vergessen, eine Fragestellung. Hinterfragt euch und eure Werte, wo ihr euch verbessern könnt, wo ihr Unterstützung braucht. Und in diesem Sinne, wir hören uns und sehen uns zum nächsten Podcast-Interview, beziehungsweise auch vielleicht zu einer anderen Podcast-Folge wieder im Solo-Bereich. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag und bis demnächst, meine Lieben. Dankeschön. Tschüss.